So, liebe Leute, heute Tag 3 der Tour. Der Charity-Tour im Bistum Osnabrück. Caritas gegen Corona. Gerade angekommen beim Kompasshaus auf dem alten Nino-Gelände und platt und fertig, aber es waren heute tatsächlich 160 Kilometer. Bei Sonnenschein ging es los, Gilderhaus, an der holländischen Grenze haben wir noch einen holländischen Radfahrer getroffen. Hi, ist das in Holland? Ist das noch mal? Ja. Bent ihr von Holland? Of, ja. Ja. Ist es auch möglich? Da haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen, über die alten Schmuggeleien, die man früher über die Grenze gemacht hat. So, jetzt sind wir in der äußersten Ecke der Graschach-Bentheim und die Straße heißt nicht umsonst an der Grenze. Also wenn man jetzt da ein bisschen weiterfährt und da hinten rüber guckt, da sind die Niederlande und Holland war in den 50er, 60er Jahren das absolute Schmuggelparadies. Da gab es Kakao, da gab es Tabak, alles was es in Deutschland nicht gab und hier ist man dann oftmals heimlich nachts über die Grenze gegangen und hat sein Schmuggelgut sozusagen wieder verkauft. Ich weiß nicht, ob die beiden dazugehören, aber ich glaube eher nicht. Dann ging es weiter nach Burg Bentheim. Da hatte man mir vorher schon gesagt, das ist die einzige Bergetappe, die du hast. War dann auch so, den Berg rauf zur Burg Bentheim. Dankeschön, ne? Bis dann. Danke. Dann einmal kurz reingefahren, gleich wieder raus. Dann Schussfahrt runter nach Schüttdorf. Von Schüttdorf bin ich mal kurz aus der Grafschaft rauf, weil ich gedacht habe, du kriegst sonst Kilometer nicht zusammen. Emsbüren, dann aber über Wiedmarschen und Georgsdorf nach Emlichheim. Und das war eine Strecke, muss ich sagen, das waren 20 Kilometer schnurgeradeaus am Kanal entlang. Und da konnte ich mal so richtig Gas geben. Dann einmal kurz am Picardie-Kanal hoch nach Coevorden. Und ich habe gedacht, ich komme gar nicht nach Holland rein. Aber ich habe es gemerkt, denn in Holland, komischerweise, sind die Radwege wesentlich besser als unsere Bundesautobahnen. Also da kann man so schön fahren. Und weil ich nicht genau wusste, ob man mich wieder rauspickt, bin ich nur mal ganz kurz rein, habe gesehen, okay, holländische Nummernschilder, einmal zum Kreisel, wieder umgedreht und zurück. Dann zur Mühle nach Lage und von da aus so Richtung Ölsen, einmal quer gefahren, wieder alle an die holländische Grenze. Und dann über Neuenhaus, Ölsen und Neuenhaus, so ist es richtig. Ans Kloster Frenzwegen noch mal eine kurze Rast gemacht hat und dann hier nach Nordhorn. Also die Tour heute top, Wetter, naja, aber zumindest nicht mal so stürmisch und so windig und eine Menge gesehen und eine Menge erlebt und ich freue mich jetzt auf die Tour morgen. Meine Beine sind tatsächlich gut, die sind jetzt gut trainiert und dann werde ich mit unserem Caritas-Direktor Franz Loth dann das Emsland erobern. Toller Tag heute, meine 160 Kilometer in den Beinen und morgen kann es weitergehen.